Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was den Menschen in diesem Land in diesen Stunden zugemutet wird, nimmt immer neuere und immer dramatische Dimensionen an. Und es ist nicht mehr nur das Gas, es ist der Strom, es sind Dienstleistungen, es sind Lebensmittel, es sind Kraftstoffe, es ist Transport, Logistik, es sind alle Bereiche unserer Gesellschaft, die für immer mehr Menschen in diesem Land nicht mehr bezahlbar bleiben. Und deshalb soll es heute darum gehen, was die wirklichen Grundursachen dieser Situation sind und warum wir der Meinung sind, dass das absehbar kein Ende haben wird, warum es weitergehen wird, warum es schlimmer werden wird, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Wir erleben nämlich seit Jahren einen Ausverkauf unseres Wohlstandes. Es reiht sich nahtlos ein, was hier gerade passiert. Es fing an mit der Euro-Rettungssituation. Wer bezahlt heute die dicke Rechnung? Wer haftet dafür? Das wird uns noch richtig auf die Füße fallen. Es ging weiter mit den Grenzöffnungen. Millionen immer noch im Sozialversicherungssystem. Wer bezahlt das alles? Und bei Corona war sowieso alles egal. Alle Steuertöpfe waren geöffnet und die Länder haben sich damit überboten, wer mehr Steuergeld verbrennen kann. Und wer haftet dafür? Wer bezahlt all die Rechnungen? Es ist wie immer der deutsche Bürger und Steuerzahler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und diese Maßlosigkeit, die wir hier seit Jahren und Jahrzehnten erleben, diese Maßlosigkeit ist auch ein maßgeblicher Grund für die aktuelle Inflation. Es wird weiterhin alles politisch, es wird weiterhin alles medial natürlich auf die Kriegssituation geschoben. Aber eine Grundursache ist, dass immer mehr Geld in den Markt gepumpt wurde. Und das kann man auch eindrücklich beweisen. Wir haben nämlich im Februar 2022, also schon vor dem Krieg, eine Preisexplosion bei Energie von 130% gehabt. 130% vor dem Krieg. Trotzdem sprechen heute alle Medien, alle Politiker dieser Regierung und schieben das dem Krieg in die Schuld, weil sie natürlich vom Versagen der vorherigen Jahre ablenken wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber die Menschen da draußen, die haben es satt, bevormundet zu werden. 4.000 Menschen auf dem Domplatz in Magdeburg am Montag diese Woche, das ist erst der Anfang. Die Menschen wehren sich, sie haben es satt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und man kann es ja den Menschen nicht übel nehmen. Was soll man denn jemandem erzählen, der früh um 6 aus dem Haus geht, der abends um 5 nach Hause kommt, der Steuern zahlt, der hart arbeiten geht und der am Monatsende nicht mehr genug Geld hat, dass er seine Familie mal ins Kino einladen kann, dass er mal essen gehen kann und der dann aber zeitgleich im Fernsehen sieht, wie der Bundeskanzler durch die Welt reist. Hier mal 10 Millionen für Moldau, da mal 300 Millionen für Palästina, da mal 10 Milliarden für Indien, für Klimaschutz. Und was ist mit den Menschen, die genau das erwirtschaftet haben? Die gehen wie immer in diesem Land leer aus. Und da haben die Menschen zu Recht die Nase voll, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und heute soll es aber vor allem darum gehen, mal zu hinterfragen, warum sowas überhaupt in Deutschland möglich ist. Und das ist möglich, wenn man sich anschaut, wie solche Entscheidungen zustande kommen. Die fallen ja nicht vom Himmel, es sind ja politische Entscheidungen. Irgendjemand wird die getroffen haben. Und das machen Politiker an einem Schreibtisch, an einem gut bezahlten Schreibtisch in Berlin, hier auch in Magdeburg, in Brüssel, überall in diesem Land. Und da habe ich mir ein schönes Beispiel heute mal rausgesucht, dass das wunderbar eindrücklich darstellt, warum solche Entscheidungen in Deutschland möglich sind. Der FDP-Fraktionsvorsitzende, FDP regiert im Land und im Bund, trägt also maßgeblich die Verantwortung dafür. Herr Silbersack, Sie vertreten ja weiterhin den Standpunkt, dass wir auf russische Energie verzichten müssen für unser moralisches Gewissen. Das haben Sie ja mehrfach hier eindrücklich dargestellt. Und gestern haben Sie gesagt, ich zitiere Sie, Zitat, ich habe einen inneren Wertekanon und den gebe ich nicht auf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Silbersack, Sie bekommen hier jeden Monat über 14.000 Euro. Natürlich kann man aus dieser Position sowas sagen. Natürlich ist das machbar. Aber was erzählen Sie denn den Menschen da draußen, den Familien, die 3.000 oder 4.000 Euro Bruttohaushaltseinkommen im Monat haben, wo eine Preiserhöhung jetzt im Monat von 300 auf 800, 900 oder 1.000 Euro den Untergang für diese Familie bedeutet? Das ist doch nicht vermittelbar und das steht auch überhaupt nicht im Verhältnis. Und da ist es ganz normal, dass die Menschen da überhaupt kein Vertrauen mehr in sie setzen. Und dieser moralische Hochmut aus so einer Position, sowas zu sagen und es den Menschen da draußen vorzuschreiben, das ist der Grund, warum hier die Schieflage immer weiter und immer dramatische Züge annimmt. Und als Lösung verkauft diese Politik und auch die FDP jetzt das dritte Hilfspaket. Das dritte Hilfspaket. Gucken Sie sich das wirklich mal an. 300 Euro für einen Rentner. Ganz ehrlich, 300 Euro, was wollen Sie damit in den aktuellen Zeiten machen? Das reicht aus, um die Bude 10 oder 20 Tage länger zu beheizen. Und danach ist das Geld weg. Und das ist die große Lösung. Und das zeigt, dass Sie völlig am Leben der Menschen da draußen vorbeileben, meine sehr geehrten Damen und Herren. So. Und es zeigt noch zwei weitere Dinge. Wer geht bei diesem Hilfspaket komplett leer aus? Der Mittelstand, derjenige, der genau das finanziert. Und das zeigt in meinen Augen eins, der größte Fachkräftemangel in diesem Land herrscht in unserer Bundesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte noch jemand zitieren. Es setzt sich über alle Fraktionen fort, über alle Fraktionen, die das zu verantworten haben. Frau Dr. Pehle möchte ich zitieren, Vorsitzende der SPD-Fraktion, ähnliches Einkommen über 14.000 Euro. Sie haben zitiert zu diesem Hilfspaket, Zitat, das umfassende Paket vom Wochenende wird Millionen von Menschen helfen und die Preisentwicklung dämpfen. Frau Dr. Pehle,
Ich bin gespannt, wie vielen Millionen Menschen dieses Hilfspaket nicht helfen wird. Und ich bin gespannt, wie es die Preisentwicklung dämpfen wird. Ich habe mir das rausgesucht. Wir werden das im November, Dezember gerne abgleichen. Und dann werden wir reflektieren, inwieweit die Preisentwicklung durch dieses Hilfspaket eingedämmt wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen keine unzähligen Hilfspakete. Wir brauchen eine Grundursachenlösung, eine Ursachenlösung weg von den Sanktionen, weg von der Klimaideologie, hin zu einer Politik des gesunden Menschenverstandes. Wir möchten bezahlbare Energie, bezahlbare Lebensmittel, bezahlbare Kraftstoffe für alle Menschen in diesem Land. Und dann brauchen wir auch keine Hilfspakete, die nämlich wie ein Boomerang zurückkommen, weil sie die Inflation weiter anfachen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.